Moin Leute, ja, neues Video. Ich bin gerade auf dem Weg nach Lünen. BBP hatte mich eingeladen, als Juror quasi in der Jury mit teilzunehmen und die Bike zu bewerten. Habe ich mich mega darüber gefreut und da bin ich jetzt auf dem Weg hin. Der Cole Moto, den YouTuber kennt ihr auch, der ist auch am Start und den werde ich jetzt abholen. Wir werden uns auf dem Weg dahin treffen. Und ja, heute erwarten euch auf jeden Fall richtig geile Bikes wieder. Es wird auf jeden Fall eine coole Show geben. Und ich bin echt mal gespannt, was für Bikes am Start sind. Vielleicht ältere, neuere. Da habe ich noch gar keine Ausstellung zu bekommen. Und ja, mein Wochenende ist wieder relativ vollgepackt. Morgen geht es direkt im Anschluss. Ich komme heute Abend wieder und morgen geht es dann direkt weiter zur Matchlight. Aber ich will jetzt nicht zu viel labern. Es geht weiter und ich sag mal, wir sehen uns gleich vor Ort. So, der erste Kaffee. Und der Cole ist auch am Start. Ja. Ich habe mir gerade noch einen Cheeseburger gegönnt. Und ja, für uns geht es jetzt gleich weiter. Ne? Was sagst du? Was erwartet uns heute? Ich hoffe, kein Regen. Kein Regen, ja, das wäre schon mal gut. Ne? Aber jetzt und ich hoffe, ein paar richtig geile Bikes. Geile, deswegen sind wir geile da, Bikes, ne? Sind wichtig, ja. Ja, ich bin mal gespannt, was wir heute für Bikes überhaupt sehen werden. Hast du schon was gehört? Ich habe schon ein paar Bikes gesehen von ein paar Leuten, die sich da angemeldet haben. Hm. Da sind auf jeden Fall ein paar richtig schicke Sachen dabei. Also okay. Aber mehr so alte oder neue? Gemischt. Gemischt. Also ist alles dabei. Ja, krass. Shikano-Style, neuere Sachen. Japan-Shopper sind auch ein paar dabei. Ein paar richtig coole Sachen. Ja, cool. Aber das werdet ihr dann gleich alles sehen. Ne? So, zeig mal das schöne Shirt hier, Alter. Big Twin Bash 224. BBP. BBP, da kommt ein Fahrrad. Crew. Wir sind heute die Crew. Und jetzt geht's los. Jetzt bewerten wir ein paar Bikes und dann gucken wir mal, wer heute in den 7 Kategorien gewinnt. Ja, Mann. So, ihr seid quasi heute hinter den Kulissen dabei. Ich habe jetzt hier unsere Liste mit den verschiedenen Kategorien. Und wir haben zum einen Best of Show, Best Paint, Publikumspreis, Chicano, Bagger, dann haben wir Japan und Old School und noch Performance. Und ja, jetzt schauen wir uns die Bikes mal an und gehen mal eine Runde bewerten. Ja, willst du dich erstmal vorstellen? Ja, hallo, ich bin Britta aus Tecklenburg. Ja. Mich nennt man Pink Lady und Timur. So. Ja. Ich fahre mit meinem Motorrad von Event zu Event, schreibe auch Artikel für die Top Rocker Old School Biker Magazin unter der Rubrik Pink Lady on Tour und das ist mein Sportstar. Die Pink Lady. Ja, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was über dein Bike erzählen. Du bist ja auch hier heute bei der BBP, hast dein Bike hier aufgestellt. Und du hast uns gerade schon mal so einen kleinen Einblick gegeben, was an deinem Bike alles verändert ist. Und ja, vielleicht kannst du uns das hier nochmal wiedergeben. Ja, gerne. Also mein Bike ist jetzt über 10 Jahre alt, wird gepflegt. Natürlich, nach jedem Ausritt wird sie geputzt, deswegen sieht sie auch noch so schick aus. Ja, wie am ersten Tag, ne? Ja, das ist also wirklich Pflege und Liebe. Ja, mein Bike ist eine von 300 Original Harley Davidson, eine Sonderedition. Gerade der Lacksatz ist der Original. Genau, der Lacksatz ist Original Harley Davidson, eine von 300. Und diverse Umbauten habe ich natürlich machen lassen. Tankrelik mit den Engelchen. Also handmade. Handmade, genau. Also da bin ich besonders stolz drauf. Und natürlich die Sissy Bar. Die ist jetzt nicht so ganz so geputzt, weil ich bin hier hingefahren. Ja, heute Morgen waren da darf es auch mal dreckig werden. Ne? Ja, genau, die Straßen waren noch nass. Aber sie wird garantiert heute Abend geputzt werden, sage ich euch gleich. Ja, ja, die Sissy Bar ist angefertigt worden, nach meinen Ideen.
Ist es verchromt oder ist es Edelstahl? Das ist Edelstahl. Ah, ja. Okay. Und dann aufpoliert, ja? Ja, genau. Das ist Edelstahl. Dann habe ich noch einen individuellen Seitendeckel. Unten am Motorblock. Ja, schön graviert worden. Ja, genau. Dann natürlich die Tasche von Spirit Leather, der ist ja nun mal bekannt. Ja, woher auch sonst, ne? Den Sitz, das ist Paddy's Custom Seats. Ja, aus Oberhausen. Ja, ganz genau. Grüße an Paddy. Ist natürlich auch, also ich habe das selber designt und habe den dann anfertigen lassen. Ne? Dann natürlich die Krönchen. Paddy Krönchen? Ja. Das ist gar nicht so einfach, ne? Wie hast du die befestigt von unten wahrscheinlich, oder? Also die sind... Oder sind das Abdeckungen, die man so abschrauben kann? Nein, das sind richtige Riser und die sind auch TÜV eingetragen. Ja, cool. Und in Schwarz. Mhm. Aber da will ich gar keine Werbung für machen, sonst fahren da ja ganz andere drauf. Ja, und so Kleinigkeiten, ne? Wie zum Beispiel hier die Strasssteinchen drumherum. Ja. Ist von Chicken. Hat er noch im Keller liegen gehabt, das gehört original zu dieser Maschine, ne? Ja. Hat er rausgekramt, das war richtig lieb. Ja. Und so diverse kleine Umbauten, das sind ja selber. Ja, sag ich ja also, da kommt auch jedes Jahr immer noch was Neues zu, je nach Budget. Ja, klar. Weiß, wie teuer so ein Umbau ist, ne? Ja. Ja. Ja, cool. Aber ich liebe und lebe mein Bike. So muss das. Ja. So ja, vielen muss Dank das. Erstmal ja, für diese kleine Vorstellung. Und ja, das war eins von den ersten Bikes, die wir heute vorgestellt haben. Und da werden noch einige folgen. Super, danke. Danke. So, wir haben jetzt schon fleißig bewertet hier. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil es sehr, sehr viele verschiedene Kategorien auch sind. Aber wenn man sich so ein bisschen auskennt, dann geht's eigentlich. Hier, die finde ich auch ganz cool. Schön umgebaut. Halt mal mein Bier. Das ist Cola, Alter. Was? Noch schlimmer. Geiles Ding, ja? Ja, ist schön. Willst du was dazu sagen? Schönes Moped. Hat uns aber echt Mühe gegeben bei dem. Ja? Erzähl mal ein bisschen was. Kommt auf YouTube auf jeden Fall. Ich aber. Ja? Toll, toll. Top. Da sehen wir uns. Nee, schöne Details auf jeden Fall mit dem Gold und so, gefällt mir sehr gut. Alles 24 Karat. 24 oder Blattgold hier im Lack. So wie hier alles. Alles 24 Blatt, also 24 Karat Blattgold. Mhm. Und hier war nicht vergoldet. Gut, das ist das Messing und so, ist etc. Aber passt halt zum Thema. Ne? Ja, das passt ganz gut, ne? Was hast du vorne? 21 Zoll? 21 Zoll. Von hinten 18, ne? TTS natürlich, das feinste vom Feinsten. Mhm. Schön, gut hier. Schöner Sitz auch. Wo hast du den machen lassen? Bei Joe, Jimmy. Jimmy, Spirit, aber es wird besser. Okay. Genau. Ja, das ist immer eine gute Adresse, ne? Ja. Ja. Wie heißt du? Ich bin Gilberto. Soll ich dich verlinken hier auf dem. Hast du Insta? Nee, ja, noch nicht. Ja? Verlinke ich dich hier drauf. Können die Leute dein Bike finden? Du musst zeigen, oder? Du willst meinen Kaktus. Zeig mal deinen Kaktus, wir wollen deinen Kaktus noch sehen. Komm. Den müssen wir auf YouTube mal zeigen. Komm. Mein kleiner grüner Kaktus. So. Der Kaktus heißt übrigens Horst. Der heißt Horst. Ja. Und wie alt ist Horst? Oh, Horst ist gestern erst zu uns gestoßen. Gestern zur Welt gekommen. Ja. Wir hatten abgestimmt, was in den Getränkealter soll, weil er sonst so sinnlos ist. Oh, dann haben wir uns für einen Kaktus entschieden. Ja, schau mal. Ja. Die Beatles haben immer so eine Blume und Roadglide hat immer. Hat Horst den Kaktus. Hat Horst den Kaktus, geil. Der muss da immer rein. So, wo findet man dich? Bei Insta? Schwixen. SM. Okay. Da findet man mich immer. Verlinken wir hier unten rechts auf jeden Fall nochmal.
Was geht ab, Alter? Alles gut. Ja. Oh, wir müssen hier ins Mikro reinsprechen. Kein Problem. Dürfen wir nicht vergessen. Easy. Ey, du wolltest uns ein bisschen was zu dem Umbau hier erzählen? Immer gerne. Also es ist eine Sportster 48. Wir haben halt die Möglichkeit, da wir halt gefühlt wirklich alles im Portfolio haben bei Motorcycle Store House. Was auch wichtig zu erwähnen ist, wir sind nicht fixiert auf Endkundenverbraucher, sondern wirklich nur B2B. Das heißt, Toni, Big Block Parts, ist ein Kunde von uns. Und das ist für uns auch immer sehr, sehr wichtig, dass wir halt wirklich diese stationären Händler unterstützen. Ja. Wir wollen nicht in den Endkundenmarkt gehen, sondern wirklich, wir bleiben bei B2B. Ganz, ganz wichtig. So, wir sind halt angefangen 1982, gibt es auf dem Markt und sind jetzt in Groningen, haben ein riesen Lager, sind stetig gewachsen, groß geworden mit Harley-Davidson, wird auch so bleiben. Wir sind sehr, sehr stark in den alten Shovels, Knuckleheads, Panheads und so weiter und so fort. Aber da jetzt durch M8 ebenfalls jetzt gerade, Clubstyle gerade ausgebaut ohne Ende, man merkt, der Markt direkt gerade so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Kraus Performance zum Beispiel, Kraus Motors, ist eins der geilsten Produkte, die ich kenne, was die Qualität angeht, schweineteuer. Mhm. Aber du merkst, es ist teuer, also es ist verdammt geil. Ja. Besonders für die Clubstyle-Szene ist es unfassbar. Ja, also Leute, die sich damit auskennen, gehen auf Kraus, Wahnsinn. Okay. Ja, was ist das hier für ein Bike? Also ich habe es schon mal gesehen, so Roots Crafts. Richtig. Kennt man. Geile Produkte. Leider ohne TÜV. Deswegen auch hier die holländischen Kennzeichen, weil damit kannst du im Endeffekt gefühlt noch, kannst du noch alles machen. Hier haben wir die Auspuffanlage von Rough Crafts. Wir haben die Rockerbox-Covers von Rough Crafts. Wir haben den Luftfilter von Rough Crafts. Rebuffini. Also die Armaturen sind sehr, genau, sehr stimmig, muss ich sagen. Die sind absolut, echt geil. Absolut. Was mir natürlich gefällt, ist dieses Emblem. Auspuffanlage, ja, genau, finde ich ultra stimmig. Ja. Das war auch damals, wo ich in diese Szene so reinkam, war Roostoff mein erster Anlaufpunkt, wo ich so mir die Bikes angeschaut habe und habe gedacht, so, das ist richtig geil, was der absolut baut. Absolut. Das ist halt, die heben sich ab. Die sind halt nicht so wirklich jeder Zweite, sondern du siehst halt einfach, ist halt was anderes. Ja. Und wenn jemand Harley fährt, was gibt's Geileres als irgendwie Individualismus, besonders bei Harleys? Ja, keiner will so Standard. Genau. Standard fahren, genau. Ne, ist richtig, klar. Richtig. Ja, geil. Ja, das war's auch schon. Wir wollen dich nicht länger aufhalten. Easy. Danke auf jeden Fall. Ja, gerne. Und bis die Tage mal. Also hier ist heute wirklich die Hölle los. Also wir haben Glück mit dem Wetter, muss ich sagen. Wetter ist Bombe. Hätte viel, viel schlechter sein können, ne? Habe ich dich eigentlich schon richtig vorgestellt? Bin mir da gar nicht sicher. Also Kolmoto, YouTuber, kennt ihr wahrscheinlich. Der ein oder andere wird mich schon mal irgendwie erwischt haben auf YouTube, wenn er irgendwas an der Sportster macht oder an der Harley macht. Stolpert man meistens irgendwie direkt auf meine Videos. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt einfach mal nach Kolmoto suchen und dann werdet ihr ein bisschen Content von mir finden. Aktuell habe ich noch so ein bisschen Kinderpause oder wie man das sagt. Und es geht aber demnächst wieder ein bisschen weiter. Sobald die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit, mich um die Maschinen zu kümmern und da ein bisschen was zu basteln in der Garage. Ich habe auch schon Parts zu Hause liegen. Da wird jetzt demnächst wieder was kommen. Definitiv. Alles klar. Dann gucken wir uns mal die... Ich lebe noch. Gucken wir uns mal die Custom Bikes hier an.
bisschen was zum Bike zu erzählen? Oh, echt? Wo wird denn das überall veröffentlicht? Bei YouTube. Dein Ernst? Nee, dann nicht. Nein. Ja, was soll ich erzählen? Was willst du wissen? Baujahr 2009, Fat Bob. Vor circa 6,5 Jahren einen Unfall gehabt und dann einen kompletten Umbau auf Bobber gemacht. Die Tankseiten, wie hast du die gemacht? Die sind von einem Kumpel von mir, sind die per Hand sind die gedicht worden. Ja? Also ja. Mit so einem Dengelhammer? Ja, genau. Ja. Nichts ausgeschnitten, einfach ja. Wirklich mit dem Hammer. Okay. Komplett oldschool, voll umgebaut. Ja, finde ich sehr stimmig. Also das gefällt mir auch sehr gut mit diesen Seiten. Das ist so, das fällt direkt auf, muss ich sagen. Ne? Ja, will ich hoffen. Ja, cool. Ja. Und dann hast du, denke ich mal, den Heckfender angepasst, ne? Genau, der andere ist Marke Federung. Eigenbau. Ja. Federung ist die Originale, die ist nur in schwarz lackiert worden. Auch so mit diesen Covern da drauf? Waren die auch schon drauf? Cover? Ja, ist komplett original. Ah, okay, super. Das Fahrwerk ist komplett original bei der. Ja. Die Schrauben hinten, die sind angefertigt worden. Mhm. Die sind von meinem Dreher gemacht worden. Das Heck ist komplett Eigenbau, komplett. Der Riemenschutz, der ist umgebaut worden, der ist quasi ausgeschnitten worden für das Roulette, was man an der Seite sieht. Wie ist das hier mit den Felgen? Sind die Felgen original? Die Felgen sind original mit Zubehör, Kunststoff, goldenen Schrauben sind die 94 Stück, alle kleingeschnitten worden und eingeklebt worden. Veredelt, okay. Ja. Ja, ja. Hey, das sieht cool aus mit den Schrauben, finde ich sehr stimmig, muss ich sagen. Das passt sehr gut dazu. Auch an sich ist das Bike sehr stimmig. Nur noch nicht fertig. Das sind noch so ein paar Sachen, die noch kommen müssen. Was hast du noch vor? Totmannschaltung. Andere, wo waren wir jetzt dran? Die Köpfe, die werden noch graviert. Ja. Das wird jetzt im Winter gemacht. Der Sitz muss noch umgebaut werden, also der wird neu bezogen. Ja, cool. Die Felgen irgendwann auch noch. Wo kann man dich finden? Bist du bei Instagram oder Facebook? Ja, genau, bei Instagram. Bobber58. Bobber58, also genau. Wenn ihr das Bike nochmal sehen wollt, könnt ihr bei Bobber58 auf jeden Fall mal reinschauen. Und immer schreiben. Und immer schreiben, okay. Immer schreiben. Ich habe auch immer ein offenes Ohr für irgendeinen. Ja, cool. Alles klar. Dankeschön. Ich danke dir. Hau rein. So, Toni, wie ist der Stand der Dinge? Was macht die Auswertung? Ich bin noch am Ziel. Du bist das ist echt sehr, sehr aufwendig. Wir wollen dann auch ein vieles Event für alle. Ne? Und ja, ich bin, sagen wir mal, so mit 30% durch aktuell. 30%? 30%, ja. Also was denkst du, wann geht es los hier mit der Siegerehrung? Ich hoffe, in so einer Dreiviertelstunde, Stunde spätestens. Ja, geil. Wir freuen uns. Ich mich auch. Hallo, ich bin der Freddy und das ist meine 79er Sporty. Das Freddy, ist dann lass uns doch mal rüber ins Bike gehen und mal gucken, was du da so Schönes gebaut hast. Ja, was heißt Schönes? Ja, ist Geschmackssache, ne? Der eine mag es, der andere nicht. Das ist ein 79er Rahmen mit einem 77er Kickmotor und einer 91er Springergabel. Mhm. Original Springer? Das ist Original Harley Springer, ja. Schön, ja. Und ich habe hier deinen besonderen Auspuff schon direkt mal gesehen. Jawohl. Der ist wahrscheinlich nicht original. Nein, das ist ein Einzelstück, den hat mir der Peter vom V-Team damals gemacht. Der ist jetzt leider in Rente gegangen, ja. V-Team. Und das war die Anfangszeit, der ist jetzt 21 Jahre alter Auspuff. Den wird er heute auch nicht mehr machen, hat er mir gesagt. Da hat der Peter wahrscheinlich richtig geschwitzt, oder? Ja, das war die Anfangszeit und da wollte er noch ein bisschen zeigen, was er kann. Der hat mir den Lenker gemacht, die Reiser und den Auspuff, ist alles Edelstahl. Weil wenn ich mir hier den Auspuff anschaue, dann denke ich mir so, das ist auf jeden Fall eine
richtige Kunst, ne? Das ist Kunst. Da sind mehrere Stücke alle zusammengeschweißt worden und poliert. Ich habe schon welche gesehen, die haben so was Ähnliches, aber ist schon Aufwand, viel Aufwand. Glaube ich dir. Und mit dem Motor, das ist ja ein Ironhead-Motor, wie zuverlässig ist der? Ich habe den jetzt, wie gesagt, 22, 23 Jahre. Der wurde zweimal überholt. Ja. Wenn man den kein Vollgas fährt, hält er ewig. Ja. Was würdest du sagen, welche Geschwindigkeit bewegt man sich am besten? Ich fahre so zwischen 110 und 130. Ja, okay. Also schneller macht man sie kaputt, reißen alle Schrauben ab. Ja, ich sag, nicht gummigelagert, der Motor ist alles starr angeschraubt. Mhm. Also mehr muss nicht sein, du machst den kaputt mit. Aber du sagst schon, es ist fahrbar, ja? Ja. Okay. Ja. Ja, schön. Also wie gesagt, ich schätze mal, der Motor hat jetzt um 70.000, 80.000 gelaufen. Mhm. Wie gesagt, der wurde zweimal damals überholt, haben wir ein paar Fehler gemacht. Der ist jetzt der zweite Übermaß drin. Sie läuft noch, sie macht Geräusche, aber es ist in Ordnung. Solange sie läuft. Ja, es ist kein Rennmoped, das ist ein bisschen zum Cruisen. Aber wie gesagt, ich war damit in England, in Bayern auf dem Treffen. Wenn man anständig mit umgeht, geht das. Ja, top. Ja, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zugabe hier zu dem Video. Und wir gehen dann direkt mal weiter. Alles klar. Das ist eine Handschaltung. Kann er mit der Hand schalten oder elektronisch oben? Findest du das Event hier bis jetzt? Also dafür, dass wir das erste Mal machen, ist das, glaube ich, mega. Wir haben mega Glück mit dem Wetter, da hätte keiner mit gerechnet. Von daher bin ich mega super happy. Also könnten wir uns nicht besser vorstellen. Hier also hunderte von Bikern rein und raus, Schwerpunkt Harley, perfekt. Eigentlich perfekt, oder? Ist richtig, eigentlich perfekt. Richtig viel los. Die Liveband performt, wir haben ein paar nette Girls hier, die tanzen. Echt jetzt? Gleich gibt es noch Bikewash. Bikewash, okay. Wir haben ein paar geile Influencer dabei. Das blenden wir euch jetzt direkt als nächstes Jahr mit dem Bikewash, würde ich sagen, oder? Das machen wir. Okay. Legen gleich los. Auf jeden, ich habe richtig Bock drauf jetzt. Ja? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wird jetzt eine coole Sache. Die Leute werden sich freuen. So, gleich gibt's Siegerehrung. Könnt ihr schon mal rüberkommen, wer Bock hat. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Applaus. Herzlichen Glückwunsch! Bitte! Applaus für Guido! Super, super geiles Bike! Kann man sich nur angucken und es von vorn. Hey!
Also wir sind für heute durch. War auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Event. Beim nächsten Jahr müsst ihr unbedingt am Start sein. Nicht verpassen, direkt mal Termin blocken. Und ja, hast du noch was zu sagen? Ich kann dir nur zustimmen, war ein super geiles Event. Wir sind gerade am Packen. Ich bin auf jeden Fall erledigt für den heutigen Tag und freue mich dann gleich aufs Sofa auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall. Aber auf nächstes Jahr habe ich richtig Bock. Auf jeden Fall, das wird krass. Auf jeden Fall. So, danke wieder fürs Einschalten. Nicht vergessen, abonnieren, liken und teilen. Und bis zum nächsten Mal, euer Phil. Haut rein. Locker aktivieren. Ciao.